Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Deus Ex Human Revolution. Wir waren letztes Mal hier stehen geblieben, oder ungefähr hier, und werden jetzt hier weitermachen. Was passiert eigentlich, wenn... Ah. Kann ich mich so etwa verstecken? Ja, cool. Oder ist das Schutzschild benutzen? Aber im Moment brauche ich es nicht. Huha, huha, huha! Jensen, da stimmt was nicht. Ach. Pikers ist ein globales Nachrichtennetzwerk, das rund um die Uhr sendet. Warum geht bei denen niemand ans Telefon? Ich melde mich wieder. Weil das Büro leer ist, Mann! Vielleicht deswegen. Und wir werden jetzt jeden PC hacken. Auch bei Sicherheitsstufe 4. Dann es gibt Punkte! Und Punkte sind super! Liebe Punkte! Oh oh. Komm schon. Zugriff gewährt. Mist. Verbindung trennen. Okay. Was ist hier drin? Nichts. Und hier drin. Kreditchip. Und hier drin. Nichts. Und hier drin ist Kreditchip. Und den Computer können wir nicht hacken. Da stehen bestimmt ganz geile wichtige Informationen, die mich total nicht interessieren. Hey, Praxiskit! Cool, dann hat sich das Ganze doch schon mal gelohnt. Eine Praxiskit ist sehr gute, sehr wichtige. Kann ich gleich einsetzen. So, Praxiskit für Schild. Yeah, jetzt kann ich mehr Schaden aushalten. Ich werde unbesiegbar sein. Ich werde der Allerbeste sein. Wie kein Jensen von mir war. Ja. Weiter fällt mir nichts mehr dazu ein. Ich kenne die Gefahr. Nein. Oh, warte. Das noch nicht. Erstmal die ganzen Datenpakete, die übernehmen. Ja, komm, leg mir noch mal. Oh, leg mir noch mal. Okay. Hier drin ist sie nixe. Hier drin ist sie nixe. Hier drin ist sie Credity. Da ist ein Computer zum Hacken. Der königliche Computer! Nicht zum Hacken, schade. Öffnen, nehmen. Okay, alles abgesucht. Cool. Okay, noch nicht ganz. Diese kleinen Büro-Dinger hier sind noch nicht abgesucht. Aber glaubt ihr wirklich, dass ich jede einzelne Schublade durchsuche? Da hört ihr euch gewaltig. Oh, schon mal. Wir hatten es wohl ziemlich eilig, Pritchard. Hier ist niemand mehr. Weil jemand Feueralarm ausgelöst hat, um ihn dann wieder abzuschalten. Sie sollten Miss Kassan möglichst schnell finden und sich dann absetzen. Wirkt erledigt, Chef. Aber erstmal den Computer hacken. Yeah, das wird einfach. Und Spam, Spammity Spammy. Easy. Oh, langweilig, da ist nichts. Hallo! Oh, hier ist keiner. Meine Kuschelpfeile gehen mir so am Arsch vorbei. Hallo. Oder ist noch was? Ja, aber nichts Wichtiges. Hallo. Was ist hier? Nichts Wichtiges. Auch nur das. Mein PC zum Hacken. Oder auch nicht. Aber coole Büros haben die hier. Oh, wo komme ich denn da hin? Hallo, Adam. Hat sie auch über mein Kommen informiert, Miss Kassan? Bitte, nennen Sie mich Eliza. Zhao Yunru hat mir nichts gesagt. Sie weiß nicht, dass Sie diese Verbindung aufgedeckt haben. Woher wissen Sie es dann? Ich beobachte Sie schon seit einiger Zeit. Seit vor 6 Monaten der Befehl reinkam, die Satellitenaktivitäten über Detroit und Umgebung kurzzeitig zu unterbrechen. Die Nacht, in der Megans Team entführt wurde.
Sie haben ihre GPLs gestört. Jeder sollte glauben, sie wären tot. Ja. Obwohl ich diese Schlussfolgerung erst später gezogen habe, ich fand diese Erkenntnis beunruhigend. Ich wünschte, wir könnten länger darüber sprechen. Aber ich habe sie wohl auf sie aufmerksam gemacht. Wenn sie jetzt gehen, entkommen sie vielleicht. Oh, ich gehe gleich. Aber sie werden mich begleiten. Es tut mir leid, Adam. Wirklich. Jensen, raus da! Sofort! Sagen Sie mir, dass Sie das gesehen haben, Bridget. Später! Jetzt orte ich mehrere Funksignale, die sich auf Ihre Position zubewegen. Das ist eine Falle! Das war doch klar. Aber ich gehe nicht ohne Eliza Kassan. Finden Sie sie, während ich einen Weg nach unten suche. War anscheinend nur ein Hologramm von ihr. Es versteckt sich hier drin gar nichts. Elektroschockpistole. Die brauchen wir erst später. So viel kann ich euch schon mal verraten. Dass wir die später noch für etwas brauchen. Eisen da, 100 Punkte, so mag ich das. Der ist sauber, aber er kann nicht weit sein. Seid ihr da nicht so sicher? Den Katzen. Wenn er hier irgendwo ist, muss er sich woanders. Wir haben hier ein Problem! Ja, ein wichtiges Problem, Leute. Nähern uns dem Ursprung der Störung. Ihr seid richtig am Arsch. Halt am Boden, durch Kämpfe gegen. Ja, kommt durch alle her. Hier habe ich was für euch, Wichser. Ich glaube, ich habe nicht genug getötet. Zack. Zack. Oh Mann. Zack. 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 Oh, du Scheiße. Das war jetzt aber doof. Also irgendwie gefällt mir der Revolver nicht mehr. So. Ich gehe nochmal den gleichen Weg. Weil es in meinen Augen Sinn ergeben hat. Ich habe nur einen Fehler gemacht. Hier könnte ich auch durchgehen, durchaus. Aber von hier aus habe ich keine gute Position. Von da habe ich die bessere. Habe ich eigentlich noch andere Granaden im Inventari? Nein, was ist das? Peps Energiepack. Ne, brauche ich doch gar nicht. Weg damit. So. Löst den Alarm aus. Mach doch. Kein Problem. Nähern uns dem Ursprung der Störung. Wir wissen, dass ach du Scheiße, da kommt ja jemand. Kollege. Ach du Scheiße. Jetzt haben die mich gesehen. Was machst du jetzt am besten? Eine von denen werfen. Oh, nein. Ich bleib da schon unten. Gar kein Problem. Ja, kein Problem. Ja, kommt da nochmal. Extra Portion. Ah, komm. Stopp. Fuck. Ach ne, Gasgranaten können wir nicht mehr anhaben. Alles cool.
Gasgranaten können wir nichts anhaben. Wo bist du? Da! Schluss mit lustig. Was hast du noch bei? Standardgewehrmunition, sehr schön. Was hast du bei? Ja, Schrotpatronen brauche ich nicht. Das ist Standgewehr. Da hat er bestimmt auch. Oh, sogar eine EMP. Das ist nice. Aber MP-Munition ohne MP? Das ist das Standgewehr. Okay. Das ist Schrotflinte, Standgewehr. Kredite, Chipse. Standgewehr. Ich wollte keine Schrotflinte haben. Die schmeiße ich gleich wieder weg. Und die MP-Munition auch. Wenn ich keine MP habe, da könnte ich mir zwar eine nehmen, aber das will ich nicht. Senke ich irgendwas? Nee. Nichts versteckt. So, jetzt muss ich also runter. Und mal gucken, was mich denn noch so erwartet. Verdammt. Hallo. P-Munition. So, erstmal den Alarm hier ausbauen. Hacken. Ich halte Stufe 3 nur billig. Oh. Vielleicht nicht so billig. Zugriff gewährt. Okay, das war zu einfach. Ist hier noch irgendwas? Nee. Das ist lediglich ein anderer Weg. Oh, hier gibt's da ja. Scheißegal. Hier gibt's noch Punkte, so. Hier geht's runter offensichtlich. Ich habe ja das Upgrade, das heißt, ich kann runterfallen. Pfadfinder, 300 Punkte, ist ja nett. Und jetzt von hier aus kann ich durch das hier gehen. Oh, da ist ein kleiner Kumpel. Den wollen wir uns doch gleich mal zu eigen machen, damit er mir dient. Richard, haben Sie Eliza Kassan schon gefunden? Vielleicht. Ich habe in Zimmer 404 einen Holocluster geortet, der höher entwickelt ist als alles, was ich je gesehen habe. Er wurde aus einem Bereich des Komplexes gesendet, der auf dem 3D-Grundriss nicht verzeichnet ist. Sie haben ein Geheimversteck gefunden? Ein unterirdisches Stockwerk, in dessen Tarnung jemand sehr viel Zeit investiert hat. Es ist über eine Seilbahn mit dem Turm verbunden. Suchen Sie hinter dem Nachrichtenstudio nach einem Treppenhaus. Dann kommen Sie hin. Okay, aber vorher Praxispunkt verteilen. In mehr Verteidigung. Senkt Schaden um 75%. 45. 75. Ah, scheiße. Das ist Munitionskoffer. Revolver-Munition nehme ich. Tagungsfrei brauche ich nicht. Revolver. Präzisionsgewehr-Munition. Okay, das war's an Waffen. Jo, zumindest an brauchbaren. In Ordnung. Hallo? 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 Ach ja, die sind ja unten. Aber nicht alle. So kann man das übrigens aktivieren. Komm, jetzt soll mal einer hinkommen. Oder auch nicht. Das war doch knapp. Wenn er sich jetzt umdreht und zu mir guckt, dann habe ich eine ziemliche Arschkarte. Nee, der ist da ganz hinten. Okay, warten. Warten. Der kommt sowieso nicht her. Genau, jetzt dreht er um. Okay.